Freunde. Oh, Schmetterling. Ja, meine Fahrt ist jetzt soweit mehr oder weniger durch. Durch den Wald. Also wie man sieht, es ist eine ordentliche Wäsche angesagt. Alles absolut voller Schlamm und Dreck. So eine Flussfahrt wäre vielleicht jetzt von Vorteil. Ja, ansonsten hat das Bike das super überstanden. Macht wirklich Spaß. Was ich tatsächlich merke, ich muss das Profil definitiv wechseln. Denn bei Nässe berghoch hat er zwar die Leistung, aber die Räder drehen durch und man kommt tatsächlich nicht so richtig hoch. Also man muss da im Wald definitiv vernünftige Reifen haben, um mehr Freude dran zu haben. Ja, ansonsten, wer sich das E-Bike auch anschafft, um ja, durch den Wald zu fahren, Spaß und Freude dran zu haben, das bringt es definitiv. Auch wirklich ohne Hinterradfederung klappt es relativ gut. Bin sehr zufrieden. Bei solchen herrlichen Wetter, wie das heute der Fall ist, also fantastisch, einfach nur fantastisch. Die Sonne scheint und ist man irgendwann mal nicht so außer Puste wie ich gerade. Kann man wirklich stundenlang fahren, weil das macht echt Freude. So, also ich bin jetzt, ja, ich würde mal sagen, insgesamt knapp 40 Minuten, 45 Minuten unterwegs. Also der Akku zeigt noch voll an. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich würde sagen, schnappt euch eure Fahrräder und raus in die frische Luft. Denn das ist das Genialste. Einfach was tun. Was tun und andere dazu motivieren, etwas zu tun. Ja, also ich bin auch kein Mensch, der grundsätzlich voller Motivation ist, sagen wir so. Aber wenn man etwas getan hat, wenn man sich auf das Fahrrad gesetzt hat und gefahren ist, dann ist es so eine Freude, so ein Glücksgefühl. Also, da kann man nur sagen, hey, Leute, kommt raus, macht mit. Es ist genug Platz im Wald, es ist genug frische Luft im Wald. Die Natur freut sich auf euch. Guckt euch sie mal an. Guckt mal nach draußen, es ist genial. Also, jeden, der ein Fahrrad zu Hause hat, egal ob E-Bike oder nicht, einfach schnappen und raus. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später.